I'm the Jump Master, duh. So, wir spielen Apex Legends, wie man schwer erkennen kann. Wo ist das? Boah. Finde ich auch. Ob wir da hinkommen, ist die eine Sache, aber ich glaube, das werden wir schon schaffen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Apex Legends Season 1. Ich spiele wieder Octane. Ich werde ein bisschen öfter jetzt spielen, um dem mal ein bisschen mehr zu zeigen. Ich hatte ja in der letzten Folge nicht wirklich die Gelegenheit dazu. Wir gehen da gleich rüber. Moment, Moment, Moment. So, ich hoffe, das funktioniert. Sieht aber gut aus. So, Moment. Da fliegt man nämlich so ein bisschen weiter. Und man kann auch wieder ein bisschen an Höhe gewinnen, wenn man nämlich den hier macht. Schön, dass, ihr euch auch mal irgendwann abkapselt. Finde ich gut. So. First Blood jetzt schon, alles klar. Oh, die Alternator. Ah, das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit, habe ich gesagt. Puh. So. Ich habe in den letzten Tagen... Wow, noch ein Magazin. Oh, perfekt. Relativ wenig Apex gespielt. Liegt aber nicht daran, weil es mir keinen Spaß mehr macht, sondern... es hat sich noch nicht so viel geändert. Der Battle Pass ist zwar da und alles, aber man ist es einfach gewohnt, man muss es leider so sagen, Mosambik, ich nehme die trotzdem mit. Weiß ja nie. Moment, jetzt habe ich gar keinen Platz mehr für Munition. Das ist doof, ich nehme sowieso keine Granaten mit. So, da guck mal noch mehr. Ja, man ist es halt gewohnt von anderen Spielen, wie zum Beispiel Fortnite, auch wenn ich das nicht gerne sage. Was ist mit der Textur hier los? Die Texturen sind so matschig. Oh, perfekt. Nein, das wollte ich gar nicht wegnehmen. Dann bleibe ich mal bei der leichten Munition und bei der schweren. Bei den Shotgun-Munitionen. Ja, man ist es halt gewohnt, dass mehr passiert. Dass die Map sich vielleicht irgendwie verändert. Dass der Battle Pass motivierender ist. Der ist nicht so wirklich motivierend, außer auf Level 100. Wo man dann ja einen geilen Skin bekommt für die Dingens. Aber jetzt überlege ich gerade, ne? Warte mal, das ist sogar ein Feuermodus-Receiver für die Prowler. Boah, nee, sorry, ne? Aber das ist ja perfekt. Das ist ja eigentlich schon perfekt. Weil die Prowler mit Feuermodus-Receiver ist eigentlich... das übelste Biest. Nochmal ein bisschen mehr Munition drinne. Perfekt. Wo ist denn der Grüne hin? Ach, der ist auch da. Okay. Schaff ich's? Boah, wie gut. Richtig gut platziert, ey. Das war übrigens eine Ulti. Ja, für die Epics vielleicht nicht haben. Warum auch immer. Ich meine, es ist kostenlos. Und das hier nicht kennen. So, die Zone ist nah bei uns, wir können ja eigentlich auch mal... nochmal hier ein bisschen gucken gehen. Oh, hier ist eine Havoc. Eine Havoc. Ja, kann ich irgendwas... Oh, noch eine Devotion. Kann ich irgendwas Wichtiges erzählen? Irgendwas Interessantes erzählen? Eigentlich ja nicht. Ich glaube, dass die Runde jetzt hier ein bisschen länger geht als die andere. Das könnte eine One-Take-Runde sein, also quasi nur eine Runde als Folge. Man weiß es nicht. Okay, mit Shotgun-Muni bin ich jetzt auf jeden Fall erstmal voll. War ich da drin schon mal? Nee. Ich war nicht mal hier dran. Ne? Oh, was habe ich denn da für Munition mitgenommen? Wartet mal, Freunde, hier ist doch bestimmt noch irgendwas Geiles. Naja, aber hier ist doch auch noch Munition und alles. Hier werde ich bestimmt was Geiles finden, ne? Da hätte ich mich nämlich geärgert. Wenn ich es nicht hätte. Naja, gut, okay, oder auch nicht. Oh, warte mal, ich habe viel zu viel von den Dingern hier.
a minute. Ring is near. Dann nehme ich die. Gracias. Dann nehme ich die halt. Must go faster. Geil, wie er die einfach wegschmeißt, das Ding. Das ist schon wirklich witzig. Und rutschen. Woo. Oh Mann. Ich liebe Octane irgendwie. Der ist echt ein cooler Charakter. Der läuft lustig, der hat eine lustige Art an sich, erinnert mich an Borderlands. Ich habe wieder Bock auf Borderlands. Leute, wenn Borderlands 3 kommen sollte, dieses Jahr noch. Es ist sowieso jetzt schon eines der besten Gaming-Jahre der letzten Jahre. Wenn das noch kommt, holy shit. Easy. Game Year of the Universe gefühlt, ey. Mann, ich nehme auch die Dinger hier mit, die brauche ich doch gar nicht mehr. Yo, we should def check out that care package. We could check out here. Oh, nee. Let's check out this area. Aber, Leute. Nein. Level 1. Warte, was? Optics? Close range? Was kann ich eigentlich für meine Eva benutzen? Für meine geile Eva. Woo! Thank you. Thank you. Oh, warte. Schaft ist wichtig für das Ding. So, kommen die jetzt auch mal oder nicht? Let's go over here. Obwohl, da noch mal gucken. Hells yeah. Half the squads are toast. Oh nein, da ist jetzt so ein Ding gewesen. Oh, wirklich? Warte mal. Perfekt. Wie leicht man da drüber schwebt, ist so gut, ey. So, das ist mehr als genug Munition. Mida, body shield here. Level 2. Scanning the area. Der MRG-Typ da, der muss sich mal ein bisschen beeilen. Okay, das muss man kurz raus. Ich weiß, das ist ein bisschen unsinnig, weil die Ulti sich extrem schnell lädt, aber... Da hinten ist Action. We could check out here. Komm, kommt jetzt mit. Wir wollen ein bisschen Action haben hier. Puh. Oh Leute, kommt. Wow, drei weiße Helme, really jetzt? Ah, die Hemlock ist auch geil. Ich habe ja mit der jetzt diesen ersten neuen Skin für die Hemlock. Wir sind schon fast im Endkreis, ja. Noch keinen einzigen Kampf gehabt. Da sind Gegner, Leute. Ich will das nicht ohne euch tun. Das würde ich eh nicht überleben. Der denkt sich jetzt bestimmt so, von wo? Alter, was machen die denn da? Oh, ich hasse Randys, die echt nichts geschissen bekommen. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einen Einzelgänger hier. Ist mir jetzt egal. Was machen die beiden denn da?
Ich habe extra gepinkt, wo es lang geht, weißt du, wenn die dann mit nicht zurechtkommen. Ist das nicht meine Schuld? Was machen die da? Kuscheln die da oder was? Warte mal. Zum Zoomen halt. Okay, da liegt eine blaue Rüstung. Die Tür ist auf. Heißt also, der hat eine bessere Rüstung. Wahrscheinlich sogar Gold. Ey, was machen die da bitte? Okay. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, was ist denn hier? Jetzt haben die da Stress, weißt du, und ich bewege mich auch noch. Ich bewege mich zu denen, obwohl ich vorgegangen bin. Denn ist auch noch was dir an ist. Oh. Ah, ich muss denen helfen, komm. Wie geil er auch die Spritze festhält beim Springen, damit die nicht abfällt. Auch so gut, ey. Macht nicht zu viel. Ich bin doch auch gleich da, Mann. Oh fuck. Got a banner. It's a race to the beacon. Huh. Wow! Was zum Fick ist hier los? Komm, 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 komm. Eine Sekunde und weiter. Oh, das ist eine gute Runde für mich gerade. Also killstechnisch ist das ganz geil. So, jetzt gehe ich nochmal schnell zurück. Das Rutschen macht ja dann sogar noch mehr Spaß, ne, mit dem Typen. hat er gerade einen Rock'n'Roll gezeigt. Wie geil ist das denn, ey? So, ich werde erstmal gucken, was hat er denn? Aha. Das habe ich mir verdient, das habe ich mir verdient, das auch. Das nicht, das will ich nämlich nicht spritzen. Das ist eine gute Idee. Ich nehme mal eine Spritze. Munition wäre auch ganz geil. So, und jetzt mal gucken, was der hier hatte. Oh, eine goldene Rüstung, eine goldene Rüstung. Oh! Leute! Hilfe! Ich muss irgendwie weg. Oh, er rettet mich. Nein! Nein! Junge, hör doch auf! Junge, hör doch auf! Ah, der Wille hat gezählt, der Wille hat gezählt. Ist nicht schlecht gewesen. Ich meine... Ah!
Schade, schade. War eine gute Runde. War echt eine gute Runde. Aber noch eine kommt nicht, glaube ich, jetzt. Das war wirklich eine gute Runde. Ich habe auch, glaube ich, bei Octane noch nie so oft diese Spritze benutzt, weil ich nicht dran gedacht habe. Aber meine Fresse, das macht verdammt viel Spaß. Huh. Also wirklich. Vor allem, du kannst sie ja nach 2 Sekunden instant wieder benutzen. Oder nach einer sogar. Und verbraucht nicht viel. Du heilst dich ja auch passiv selber, wenn du nicht im Kampf bist. Also ist schon echt ein geiles Ding eigentlich, ne? 7000 EP ist auch auf jeden Fall ziemlich gut. Warum habe ich denn so viel bekommen überhaupt? Ach, Legendenbonus, Killbonus, okay. Erhalten im Match-EP gesamt. Ach so, das hier zählt ja auch noch mit dazu. Ja, gut. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Apex Legends. Mal Season 1 natürlich. Mal gucken, wann. Morgen kommt erstmal ein Firestorm Livestream. Und am Dienstag dann auch noch eine Firestorm-Folge wahrscheinlich. Und auch noch ein Stream zu Path of Exile. Also die Woche wird ein bisschen, ne, genau, ein bisschen voll. Aber mal schauen. So, haut drin, bis zur nächsten Folge und tschüss. Genau, Octane, freu dich ruhig.